Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr wollt den Speicher erweitern, eures Sony Xperia 1 Mark III. Wie das genau funktioniert, das zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr beim Sony Xperia 1 Mark III eine MicroSD-Karte einlegen könnt, um den Speicher zu erweitern. Das Xperia 1 Mark III kommt ja entweder mit 256 oder 512 GB internen Speicher und ihr habt eben die Möglichkeit, über eine MicroSD-Karte den Speicher noch zu erweitern. Ich finde das wirklich immer super praktisch. Was ihr aber dafür natürlich braucht, ist eine MicroSD-Karte. So sieht unsere jetzt aus, 32 GB. Ihr könnt natürlich auch eine andere Speicherkapazität wählen und die braucht ihr dann auf jeden Fall. Was ihr allerdings nicht braucht, ist ein SIM-Card-Ejector, um den Einschub zu öffnen. Denn wir sehen hier bei unserem Xperia 1 Mark III, gibt es hier so eine kleine Eindellung und da brauchen wir gar keinen SIM-Card-Ejector mehr, sondern können das einfach so mit etwas mit dem Fingernagel vielleicht, aber einfach so dann einmal öffnen und rausziehen. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon unseren Einschub. Wir haben ja schon eine SIM-Karte eingelegt und sehen jetzt hier eben auch den Slot für die MicroSD-Karte. Das heißt, hier müsst ihr euch dann einfach entscheiden, wollt ihr lieber zwei SIM-Karten einlegen oder wollt ihr dann eben noch eine MicroSD-Karte einlegen. Das Ganze ein bisschen festdrücken und dann können wir den Einschub jetzt hier auch schon wieder vorsichtig einmal zurückschieben und alles natürlich wieder gut zudrücken. Und dann schauen wir uns das jetzt nochmal an. Wir müssen natürlich als erstes einmal wieder unsere SIM-PIN eingeben, weil die haben wir ja sozusagen auch einmal rausgenommen, unsere SIM-Karte. Und dann schauen wir jetzt mal. Wir sehen, wir haben jetzt kurz auch einen Ton gehört und sehen hier oben ein kleines SD-Kartensymbol. Und genau das heißt, die wurde hier auf jeden Fall erkannt, unsere Micro-SD-Karte. Wir können jetzt sagen einrichten und sehen, die SD-Karte kann nun verwendet werden. Verschieben von Inhalten auf Speichergerät, SD-Karte möglich. Fertig, super. Eigentlich können wir also jetzt schon davon ausgehen, dass das Einlegen der SD-Karte erfolgreich war. Und wir können jetzt aber natürlich auch noch mal in die Einstellungen gehen und haben dann hier unter Speicher die Möglichkeit, einmal natürlich unseren internen Speicher zu sehen. Wir sehen 26 von 256 GB belegt. Und dann können wir jetzt hier aber auch sehen, die SD-Karte. Und können eben auch darauf zugreifen. Wir können dann zum Beispiel sagen, öffnen mit Dateien. Und dann können wir eben auch natürlich genau sehen, was auf unserer SD-Karte gespeichert ist. In unserem Fall ist das jetzt noch nicht wirklich was, aber so habt ihr eben hier die Möglichkeit, jederzeit einen guten Überblick über euren Speicher, sowohl den internen als auch den Speicher eurer Micro-SD-Karte zu behalten. So viel zum Thema MicroSD-Karte zur Speichererweiterung beim Sony Xperia 1 Mark III. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die auch gern jederzeit in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr hier auch keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!